Jo Freunde, herzlich willkommen hier zu einer nagelneuen Folge Blöd gefragt. Na, könnt ihr mich sehen? Wo bin ich? Ah, hier. Oh Gott, nee, das war ein bisschen unangenehm. Wir sind heute beim Lollapalooza und fragen die Männer, was sie machen würden, wenn sie einen Tag eine Frau wären. Wem bist du heute hier? Mit meiner Enkeltochter, die ist da gerade da drinnen und hört Techno und das ist nicht meins. Was ist so dein Geschmack? Na, ich gehe jetzt gleich darüber zu Fanta 4. What will you do when you are for one day a woman? I will go to a sex shop. And what will you do? I will try different stuff, different toys. Oh, shoppen gehen. Wahrscheinlich mit meinen Brüsten spielen. Ich würde Treppen hoch und runter laufen. Treppen? Ja. Weil du es jetzt nicht machst? Nee, weil ich wissen wollen würde, ob das komisch ist, wenn man Brüste richtig hat. Ja, die haben so ein lustiger, das Gewebe ist so lustig, das ist so squishy irgendwie. Das beruhigt, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, voll wie so ein Stressball. Was denn? Meine Freundin hier, die kennt dich. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne dich jetzt nicht. Das ist kein Weltuntergang. Wie heißt du denn? Tim. Tim? Ich bin der vom Blöd gefragt. Ah, okay. Wie heißt du? Franzi. Franzi, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst? Wenn ich wo wäre? Wenn du einen Tag lang ein Mann wärst. Boah, keine Ahnung. Pinkeln, wo ich könnte, Alter. Wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre, ich würde mich wahrscheinlich von einem Mann aushalten lassen. Irgendwo in einem Club. Soll ich ganz ehrlich sein? Sag mal ehrlich. Ich würde den ganzen Tag an den Brüsten rumspielen. Nur an den Brüsten? Überall, wo es geht. Sag ich ganz ehrlich, also. Also komplett so Netflix-Tag, so zu Hause chillen, Decke über den Kopf und dann geht's los. Im Endeffekt ja, ja. Schwanger bekommen. Schwanger werden? Ja. Und mal ein Kind austragen? Ja. Das tut weh, habe ich gehört. Das denke ich auch, das aber. Willst du dir zutrauen? Na, nicht das Befallen oder so, wie heißt so etwas? Das Gebären? Ja, das Gebären möchte ich nicht. Sondern nur Sex? Nö. Aber das Gefühl, schwanger zu sein? Ja, und das Babygefühl fühlen. Oh, das ist ja eine süße Antwort. Ich glaube, das würde ganz oben drauf stehen, aber gucken, wie es im Club läuft, wie man angegangen wird und sowas. Meine YouTube-Videos laufen noch nicht so gut. Ja, und hier haben wir jetzt eine Frau von Fritz Radio. Mal gucken, ob die Werbung machen kann. Das wäre ja mal ganz geil. Kriegen wir mal. Hi! Hi! Ja, sehr gut. Da wollte ich schon über das Video da rein. Ja, klar. Die Folge mit dir, wo du drinnen warst. Ach so! Mit der Drag Queen da. Ja. Die ist noch nicht online. Die kommt erst nächste Woche oder übernächste Woche. Mal gucken mal. Bitte schick mir nicht den Link. Bitte sag mir nicht, wann sie kommt. Ich war im Darkroom, ich hab's vergessen und am Tag darauf wurde ich gefragt, was im Darkroom war. Und die Person ist auch heute hier. Ja, ehrlich, wer ist er? Kann ich nicht sagen. Das war der Übeltäter. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. So, jetzt die Frage: Was würdest du machen, wenn du 24 Stunden lang eine Frau wärst? Guck mal, die ist doch entspannt, die Frage, oder? Ja, ich glaube, ganz viel Sex haben. Oh. Einmal rausfinden, wie das ist. Ja, doch, ich glaube schon. Also den ganzen Tag Sex haben oder vielleicht noch was anderes ausprobieren? Ich glaube, den ganzen Tag Sex haben. Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Das setzt mich jetzt sehr unter Druck. Ich hatte eigentlich ganz andere Fragen. Darf ich mal jetzt kurz das Mikro haben? Warum hast du aufgehört bei Berlin? Ah, nee, hör mal. Keine Frage. Das ist doch immer interessanter Kontext. Ich schwör's dir, ich will mich auf jeden Fall von irgendeinem Mann klären lassen. Am besten von mir selber. Das würde ich auch 100% machen. Ich würde an meinem Körper rumspielen, glaube ich. Ja. Ist ja schon interessant. Und dann würdest du dir auch Pornos anschauen? Nee, ich wäre ja beschäftigt mit mir selber dann. Darf ich euch mal was fragen? Oh, weiß ich nicht. Könnt ihr euch einmal dann kurz, da ist die Kamera, da einmal hinter, dass die Leute euch sehen? Henning, komm! Komm, Henning! Henning! Shit, ey, ich wollte eigentlich gerade eine Frau vom Radio Fritz belästigen, jetzt ist sie weg. Scheiße. Nee, okay, gut, danke, dann ganz viel Spaß noch. Ja? Kannst du die belästigen? Ich kann's mal versuchen. Ja. Hi! Hi, how are you? Hübsch siehst du aus. Danke. Was muss man machen, um deine Handynummer zu bekommen? Ich hab's doch so. Nein, du musst ganz anders machen, das Interview. Was würdest du machen, wenn du einen Tag ein Typ wärst? Oh mein Gott, so easy. Ich würde am Stehen pinkeln. Ich würde asozial eine Frau anmachen. So unkorrekt. Und ich glaube, ich würde eine Schlägerei anzetteln. Einfach ein bisschen rumlaufen. Ich würde versuchen, die Blicke zu spüren, die man bekommt von Männern. Ob das wirklich so schlimm ist, wie es wirklich ist. So, ich bin auch so ein Mensch.
ich als Mann, ich schaue sehr, sehr gerne Frauen auch an. Und ich will wissen, ob das belästigend wirkt oder nicht so. Können wir dich interviewen? Achso, ihr seid von Fritz? Ja! Oh, mega, ich wollte euch gerade auch interviewen. Nein, wir wollten dich interviewen. Okay, Stichwort schon, wer zuerst macht. Ah! Nee, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen, ja. Ich hab's gerade selber nicht gecheckt. Muss ich schon eine Antwort geben. Okay, wenn ich eine Frau wäre, ich würde mir eigentlich die ganze Zeit einen machst du, also ein, wie nennt man das? Ejakulieren. Okay. Was würdest du machen, wenn du 24 Stunden ein Mann wärst? Ich glaube, ich würde im Freien pullern. Einfach aus Prinzip. Man hört es ja immer wieder, dass Frauen, wenn die in den Club gehen, dass sie nicht zahlen müssen, weil die immer eingeladen werden. Ja? Und Mythos. Das will ich mal auslassen. Mythos! 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 Läuft bei dir nicht so gut, oder wie? Wow. Weißt du, so musst du das machen. Nein, ein bisschen lieber. Es hat natürlich nur Spaß. Ja, ja. Wir haben unsere ganz eigene Seite, und zwar Poppy Mac. Wir machen Skate-Content. Ich glaube, einfach so ein bisschen sympathischer sein und nicht nur die normalen Anmachsprüche wie du stinkst, willst du mit mir duschen gehen. Geht gar nicht. Da muss er kreativer sein und tat's weh, als du vom Himmel gefallen bist. Geht auch nicht mehr, ist nicht mehr okay, kann man nicht mehr machen. Wissen wir Bescheid. Einen sympathischen Anmachspruch, so hey und wie geht's, würde schon reichen. Von der Seite ist halt der schlechteste Anmachspruch, hey wie geht's? Also ja, sympathischer als so ein dreckiger Anmachspruch von den 90ern. Geht nicht mehr, ist nicht mehr korrekt. Wie viele Follower habt ihr? Nicht viele, ich glaube 1000, ja, weniger als 2000. Mann, ich habe gehofft, dass ihr von dem Radio seid, dass ich ein bisschen Werbung machen kann. Bei mir läuft's auch noch nicht so gut. Ja, aber es gibt doch immer einen Anfang, ne? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, getroffen zu werden, jo. Hallo, was geht? Hey. Ja, alles super hier. Also, ist das dein Job heute? Genau. Macht Spaß? Sehr. Was würdest du machen, wenn du einen Tag eine Frau wärst? Was nochmals? Was würdest du machen, wenn du einen Tag eine Frau wärst? Dann würde ich dasselbe tun. Gute Frage. Weiß ich nicht. Hallo? Versteckt sich dahinter ein Mann oder eine Frau? Oh nein! Ja. Hey, Maul! Was geht, Marcel? Ja. Hallo! Freut mich. Wer bist du? Philipp! Kennen wir uns? Ja. Woher? Von Marcel! Ach scheiße, ehrlich! Ja, nee, ich kenne ihn gar nicht. Tanzen? Okay, danke. Was würdest du machen, wenn du 24 Stunden lang eine Frau wärst? Oh! Oh! Oh, ist das hier FSK 18 oder? Ja. Ich kann es uns zwar piepsen. Also, ich glaube, das, was jeder machen würde, wenn er ein Mann wäre. Eine Frau. Naja, wenn ich eine Frau wäre, also, ne, wenn du jetzt, also... Wie lange bist du schon mit Marcel zusammen? 2 Jahre. Wie habt ihr euch kennengelernt? Am Set. Hat sofort gefunkt, oder wie? Ja. Ja, also ich musste ihn ein bisschen überzeugen, aber dann... Ach was, er hat dich zappeln lassen? Ja, er hat mich zappeln lassen. Ja, ich hab Frosch schon zappeln lassen, Tim. Warum? Na, ich bin ein Gigolo. Und wer hat zuerst ich liebe dich gesagt? Du? Ja, ich. Du? Oh nein. Also dann war sie der Gigolo. Naja, also jetzt mal Spaß beiseite. Also es war, da waren wir auf einer... Dreimal könnt ihr raten, was mein Lieblingstier ist. Der Zapfhahn. Dementsprechend, hi, ich hätte gerne ein Bier. Ja. Spaß, Entschuldigung. Spaß. Ich hab die Longdrinks hier. Wenn ich eine Frau wäre, ja, wie sich das gehört, kochen. Okay. Ja, den Mann ausschimpfen, wenn er nicht vernünftig aufräumt. Und wie wir das so alle erleben, ne? Okay, super, danke, viel Spaß. Okay, alles klar. Weiß ich nicht. Aufstehen, Zähne putzen, duschen gehen. Nicht mehr ein bisschen spielen nö. Nicht? Nö. Kann ich aber so. Ja, also mit deinen Brüsten, oder wie? Ja, auch zum Hast Beispiel. Hast du Brüste? Ich hab sehr schön harte Nippel, wenn es kalt ist. Hallo, hallo, hallo! Nee, da kann ich mich nicht abmachen. Jetzt warte mal ganz kurz. Also jetzt ganz kurz stoppen. Ist unangenehm? Ja, ein bisschen. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang eine Frau wärst? Was ist denn das hier eigentlich gerade? ARD, live. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ah, das ist jetzt peinlich. Das ist sehr peinlich. Hallo Mama, hallo Papa. Ich hab gehört, Frauen können 8 Orgasmen bekommen. Würdest du es ausprobieren? Ja, aber ja. Nur, wenn der Kerl, wenn der was denn? Kerl auch gut ist. Also ich hatte noch nie in meinem Leben 8 Orgasmen von einem Kerl. Also krieg ich selber. Dann ist es schon wirklich stark, also. Oh, ist eine gute Sache, Digga, gute Frage. Ich glaube, ich würde Freigetränke klären. Im Club?
Club oder wie? Club, ja, mal normal. Nur Freigetränke oder nicht auch mal gucken, wie es ist als Frau? Ja, doch, doch, doch auch. Ja. Aber auf heimlich so, ich will niemandem erzählen. Ja. Weißt du. Kann man das auch selber erreichen? Eher als mit einem Mann. Ja. Ehrlich? Ja. Sind die denn so schlecht oder wie? Ja. So Leute, die mit Süßigkeiten rumlaufen, das ist so Premium, Alter. Mich bei Männern beschweren. Warum? Das kann man am besten als Frau. Beschweren? Beschweren, ja. Oder man dachte, du bist wahrscheinlich ganz schön beliebt gerade. Ist mir egal. Wenn ich einen Tag eine Frau wäre, würde ich... Lass mich kurz überlegen. Gute Frage. Warte, warte, warte. Ich bin sehr unvorbereitet. Wenn einen Tag als Frau... Das ist eine ganz schön tricky Frage, Mann. Das war's mit dem Video. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und schreibt was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch. Tschüss. Tschüss.